In dem heutigen Video erkläre ich euch, wie ihr nie wieder schlechte Videos machen werdet. Einige Tipps kommen durch eigene jahrelange Erfahrung, gerade die ersten beiden Tipps sind für mich richtige Lebensretter. Hey, ich bin Wo und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um YouTube. Wenn du neu bist, dann lass doch jetzt ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Heute soll es darum gehen, wie ihr nie wieder schlechte Videos machen werdet. Dazu muss man aber sagen, dass schlechte Videos, genauso wie gute Videos, natürlich subjektiv sind. Generell ist Qualität ja auch subjektiv, weshalb es im Auge des Betrachters liegt, ob etwas jetzt gut oder schlecht ist. Dennoch gibt es natürlich einige Punkte, an denen man Qualität objektiv beurteilen kann, zum Beispiel Audioqualität, Bildqualität oder auch der Videoinhalt. Wenn ein Video inhaltlicher Müll ist und wirklich keinen Mehrwert bietet, dann ist das eben auch Fakt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Video an. Ich habe diesmal 5 Tipps für euch. Los geht's! Tipp Nummer 1, gebt in jedem Video 100%. Wenn du jedes Video dein Bestes gibst, dann ist es egal, wie gut das Endprodukt ist. Gerade als Anfänger kann man natürlich noch nicht auf dem Niveau professioneller YouTuber sein. Und das ist auch vollkommen egal, solange man wirklich alles gibt. Letztens hat mich jemand angesprochen, warum ich Salukasmus supporte, obwohl er einige Dinge noch falsch macht. Aber Lukas hat in seinem allerersten Video, das muss man sich vor Augen führen, im allerersten Video schon deutlich mehr richtig gemacht als ich damals, als ich mit YouTube angefangen habe. Und man kann halt auch als Anfänger noch nicht alles sofort richtig machen. Deswegen abonniere ich auch regelmäßig kleine Kanäle, die eigentlich gar nicht so gute Videos machen, wo man aber merkt, die können es noch nicht besser, die geben bereits alles. Wenn ihr wirklich 100% gebt, dann dürft ihr auch mal Sachen falsch machen, dadurch wird euer Video nicht schlecht. Tipp Nummer 2, seid kein Perfektionist. Perfektionismus zerstört euren Kanal, das meine ich ernst. Ich war auch damals so, dass ich oft mal gesagt habe, ach, lieber gar kein Video als ein schlechtes Video. Naja, Christian Lindner lässt grüßen, ne? Das ist auch natürlich falsch, denn während Qualität subjektiv ist, ist Quantität auf jeden Fall objektiv. Außerdem leidet eure Produktivität auch unter dem Zwang, alles perfekt zu machen. Ja, in der Schule wird man für Fehler bestraft und entwickelt dadurch eine Angst vor Fehlern. Aber Fehler sind nicht schlecht. Die Schule ist es, also zumindest in diesem Zusammenhang. Außerhalb der Schule geht es nicht darum, Fehler zu vermeiden, sondern aus Fehlern zu lernen. Und dann kommen wir zu Tipp Nummer 3, deine Einstellung. Was auch unglaublich hilft, nie wieder schlechte Videos zu machen. Das ist deine Einstellung. Ich sage mir immer, entweder ein Video bringt mir Erfolg, oder wenn nicht, dann lerne ich daraus. Wenn ihr aufhört, schlechte Videos als Rückschlag zu sehen und stattdessen anfangt, aus Videos, die nicht gut ankommen, zu lernen, werdet ihr zumindest selbst nie wieder ein Video als schlecht ansehen. Im September habe ich einige Videos hochgeladen, die leider nicht so gut ankamen, wie erhofft, auch weil ich teilweise etwas experimentiert habe. Am Ende bringt das meinen Kanal aber richtig voran, da ich nun weiß, was nicht funktioniert. Der nächste Tipp ist mal wieder ein praktischer, und zwar schaue deine Videos selbst an. Wenn du ein Video fertig hast, dann schau es dir vollständig nochmal selbst an. Ausgehend davon, dass du Videos zu einem Thema produzierst, das dich selbst auch interessiert, kannst du nämlich Folgendes tun. Wird dir selbst langweilig oder spürst du das Verlangen, dieses Video auszuschalten, dann ist das Video für andere Leute erst recht langweilig und du solltest es nicht veröffentlichen. Aber achtet hierbei wieder auf Tipp Nummer 2, seid nicht perfektionistisch, weil man findet, wenn man will, immer irgendwas zu meckern, deswegen seid nicht zu hart zu euch. Und Tipp Nummer 5, sei kriegfähig. Ich denke, diesen Tipp brauche ich nicht groß erklären. Einen Fehler zu machen, macht eure Videos noch nicht schlecht. Aber auf diesen Fehler hingewiesen zu werden, ihn trotzdem wiederzumachen und im schlimmsten Fall diese Person, die den Fehler angemerkt hat, auch noch fertig zu machen, das macht nicht nur eure Videos schlecht, sondern euren ganzen Kanal und auch euch als Menschen. Kritikfähig zu sein kann euch dabei helfen, zumindest ab diesem Zeitpunkt an, keine schlechten Videos mehr zu machen, da ihr nun wisst, was ihr falsch macht und was ihr besser machen solltet. Dazu ist Kritikfähigkeit auch ein Anzeichen dafür, dass ihr später mal ein erfolgreicher YouTuber werdet. Dazu habe ich auch schon mal ein sehr interessantes Video gemacht, verlinke euch hier oben in der Infokarte. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao.